Wer mag das sein? Den letzten Laib Brot haben wir gerade verschenkt. Es ist die Hexe von nebenan. Wir haben kein Brot mehr. Nicht den winzigsten Laib. Natürlich habt ihr keinen winzigen Laib. Was wünschen Sie? Das spielt keine Rolle. Es geht darum, was ihr euch wünscht. Wir sind ein sehr schwer verliebtes Ehepaar, können aber leider kein Kind bekommen. Um dieses Kind zu bekommen, erzählt uns eine Hexe, die in unsere Hütte kommt, über einen Fluch, den sie auf ihn gelegt hat. Um den Fluch aufzuheben, müssen der Bäcker und die Bäckerin einige Gegenstände besorgen. Und zwar 1, die Kuh so weiß wie Milch. 2, das Mäntlein rot wie Blut. 3, das Haar so gelb wie der Mais. Und 4, den Schuh aus purem Gold. Dann habt ihr ein Jahr verrinnt. Ein garantiert perfektes Kind. Ab in den Wald! Meine Reise beginnt bei der Bäckerei, wo ich ganz viele Süßigkeiten kaufe, sie eigentlich meiner Großmutter bringen will. Guten Tag, junges Fräulein! Guten Tag, Herr Wolf! Auf meinem Weg zu meiner Omi treffe ich einen ganz reizenden, lieben Wolf, der mich mit Blumen beschenkt. Ist er nicht entzückend? Hallo, kleine Frau, dich so ja immer nur bedächtig. Ich singe sie an, ich nehme sie mit tanzen und... Du hast mir eine Schaukel geschenkt. Da ich kann man dir nicht alles. Nein sagen. Ich gebe dir alles. Eine Schaukel mit Glitzer. Und Blumen. So romantisch. Und dann verjüsse ich mich und ich vernasche erstmal ihre Oma. Und warte auf den Nachtisch. Ich bin der Nachtisch. Ich hol mir das Mäntlein aus deinem Bauch. Also ich bin zwar nicht der Jäger, aber als Bäcker schaffe ich es, dem Wolf den Bauch aufzuschlitzen und so die beiden zu retten. Und als Dank bekomme ich das rote Mäntlein. Ja, und ich finde Rapunzel in einem Turm und reiße ihre Haare aus quasi. Und dann den Schuh bekomme ich von Aschenputtel, die mir über den Weg stolpert. Hey, lassen Sie das! Oh, ich will ein Baby und ich will frei von ihr! Wo ist sie hin? Ich spiele nicht nur den Wolf, ich spiele auch Aschenputtels Prinz. Ich nenne ihn Steve. Liebesqual, Leidenschaft, Schmerz, welch ein grausames Spiel. Sind die Dornen so stark und stehen Wachen am Sarg, unerreichbar das Ziel. Er ist auf jeden Fall wahnsinnig charmant, behauptet ganz tapfer zu sein, ist immer auf der Suche nach Mädchen in Schwierigkeiten, ist immer bewaffnet. Und weil er gerade immer bewaffnet ist, fällt es ihm immer wieder schwer, etwas mit den Händen zu tun. Ich habe immer ein Schwert in der Hand oder einen Schuh. Ihr werdet das sehen. Gehab dich wohl, Bruder. Gehab dich wohl. Ohne Kuh, ohne Hexen und Haare und Schuh, dann sind wir bereit. Ohne Fluch kommt ein Baby nach jedem Versuch, wie das kräht und schreit. Es dauert halt ein bisschen, bis wir diese Sachen bekommen. Und die Kuh rennt uns auch davon im Laufe des Abends oder der zweiten Nacht. Wir schaffen es. Die Kuh wird gemolken, die Hexe trinkt die Milch. Wird wunderschön. Wunderbar. Wir sind glücklich, sie ist schwanger. Ja, happy. Und so endet der erste Akt. Fortsetzung folgt! Und sind die Hexe sind!